Hallo, ich begrüße euch zu unserem zweiten Video heute, das anstatt meines Vortrages bei den Grazer Linux-Daten ich hier online stellen werde. Und zwar möchte ich euch noch einmal Entwicklungen zeigen, was der GC2 so in letzter Zeit gemacht hat. Zum einen ist es dieser spezielle Head, denn wir nennen ihn GC2 X-Head. Das X-Head steht für einen erweiterten Head, weil er etwas größer ist als die Raspberry Pi Zero. Designt worden ist dafür die Raspberry Pi Zero, weil wir ursprünglich hauptsächlich mit diesen bei den Gems Einsatz eingesetzt haben. Der Head hat einige kleine Projekte bereits vor installiert oben und die man dann beim Gems sehr leicht nutzen kann. Zum einen ist es hier eine Ampelfunktion, das heißt, hier gibt es grün, orange, rot, und damit ich hier eine Ampel abbilden kann. Es gibt drei Tasten, die ich abfragen kann und hier als Eingabe verwenden kann. Ganz wichtig haben wir hier ein Display. Das Display ist vor allem gedacht, dass das beim Hochfahren auch die IP-Adresse anzeigt, also bei unserem Betriebssystem, beim REST-Jamming-Betriebssystem wird nach dem Hochfahren erkannt, ob das angesteckt ist, das Display. Und wenn das angesteckt ist, wird die aktuelle IP-Adresse dort angezeigt. Das kann immer ein Vorteil sein, wenn man mehrere Systeme hat, dass man da keine Verwirrungen hat, wo man sich hinconnecten muss. Wir haben dann noch weitere Projekte da drauf. Zum einen ist es ein DHD-Temperatur-Feuchte-Sensor. Das ist der günstige DHL11, der eigentlich nicht zu empfehlen ist für die Genauigkeit, sehr ungenau ist, aber eben zum Herumspielen sehr gut ist und um einiges günstiger ist wie der weiße bessere. Hier haben wir eine neuere Variante von diesem DHD. Das ist der AM2320, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und dieser ist gleich wie der DHD11, hat aber einen I²C-Anschluss. Das heißt, hier kann ich auch I²C-Kommunikation testen. Hier dazwischen drinnen, man sieht es ein bisschen schlecht, ist noch ein Einweiher-Temperatursensor, ein DS18B20, mit dem man auch Temperatur messen kann über einen Einweiher-Bus. Auf der Seite haben wir dann auch noch die Anschlussmöglichkeit für einen Distanzsensor, den ich jetzt nicht da habe, aber hier kann man den einen Distanzsensor anstecken und dann Distanzmessung machen und zum Beispiel die aktuelle Distanz am Display anzeigen. Auch ein kleines Projekt. Hier oben im oberen Bereich gibt es noch einen Transistorverstärker und hier hinten gibt es einen Piezo-Pieper. Damit kann man zum Beispiel Piepstöne machen oder auch einfach nur oder eine Musik über einen Piepstöner zu generieren. Da gibt es ein eigenes Projekt auch da dazu. Bei der Platine, die ist voll bestückt, also es gibt teilweise welche, die da oben keine Bestückung haben. Wir haben hier einen ZIF-Sockel, bei dem man einen ArtMega programmieren kann. Wir können hier einen ArtMega reinstecken, den über, der ist direkt mit der Raspberry Pi dann per SPI-Bus verbunden und wir können eine Programmierung des ArtMega-Chips durchführen. Und hier ist auch eine dieser oberen LEDs, das ist eine blaue LED, an einem der Pins angeschlossen und so könnte ich das Programm gleich überprüfen, ob das korrekt runtergeladen ist und ob das lauffähig ist. Dann gibt es hier noch ein zweites Projekt mit einem ESP01 Platine, die kann hier oben eingesteckt werden und hier besteht auch die Möglichkeit, die ist mit dem RS232 bzw. dem UART von der Raspberry Pi verbunden und hier kann mit dem System kommuniziert werden. Es kann eine neue Firmware aufgespielt werden oder auch programmiert werden. Das sind aber so eher Zukunftsprojekte, mit denen wir bis jetzt noch keine Gem ja, Projekte umgesetzt haben. Was da möglich ist, eben da ist auf den neuen, das sind die neuesten ESP01S, die haben dann eine LED oben, die man über einen GPIO dann ansprechen kann und über RS-232 Befehle und wie gesagt, Firmware-Update kann man auch aufspielen. Wenn wir uns jetzt die Rückseite anschauen, da ist eigentlich nicht viel oben, außer dieses EEPROM. Mit diesem EEPROM die Informationen des Heads sind dort programmiert und die kann man dann auch auf dem Raspberry Pi Betriebssystem auslesen und spezielle Funktionen dahinterlegen auch.
Das ist auch hier gemacht. Wie gesagt, wir können das hier auf die Raspberry Pi Zero aufstecken. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass wir mit einer normalen Raspberry Pi arbeiten. Wir haben extra für den Jam haben wir Glück gehabt. Also früher haben wir rein auf Raspberry Pi Zero WH gesetzt und Raspberry Pi Zeros, die man über OTG an einen Laptop anstecken kann. Letztes Jahr haben wir durch einen glücklichen Zufall Raspberry Pi 2 bekommen, Platinen, mehrere, 10 Stück. Und die sind relativ cool, weil sie einen sehr geringen Stromverbrauch haben und sie lassen sich dadurch auch direkt bei einem Laptop-Ausgang mit versorgen und wir ersparen uns so auch ein zusätzliches Netzteil. Hier können wir auch diesen Head aufsetzen. Der ist jetzt, hier habe ich da die Sockel drauf, die für die Ding sind, für die Zero drin sind. Wenn ich die dann wegnehme, kann ich das direkt da aufsetzen und die da auch verwenden. Wie man das sieht, das ist ein spezielles 3D-Druckgehäuse, das wir da einsetzen, weil wir eben aufgrund dieses Heads eine sehr niedrige Bauhöhe benötigen und die normalen Gehäuse diese meistens bündig oben abschließen und wir speziell für diesen Head dann ein niedrigeres Display, niedrigeres Gehäuse benötigen. Ja, das sind so das Projekt, das wir eben hier mit dem X-Head, GC2 X-Head haben. Voriges Jahr waren wir auf der Privacy Week in Wien. Und hier haben wir uns dann auch noch mit der Raspberry Pi 4 beschäftigt. Und zwar gibt es da so ein Projekt, das heißt Sanitizer. Das ist eigentlich so eine Art Überprüfung eines USB-Sticks aus Sicherheitsgründen, sodass man den nicht in den eigenen PC einstecken muss und den über eine Raspberry Pi auf einen anderen vertrauenswürdigen Stick die Daten kopiert und diese auf mögliche Gefahren überprüft werden. Hier hatte das Projekt das Problem, dass es mit der Raspberry Pi 4 nicht funktioniert hat. Wir haben uns hier einen Fork gemacht und haben diese auch lauffähig gemacht für die Raspberry Pi 4. Es hat einen Pull-Request auch dafür gegeben. Ich weiß nicht, ob der inzwischen im Hauptprojekt akzeptiert worden ist. Wir haben auch noch weitere Optimierungen in diesem Projekt gemacht, also sodass eine Status lädt, also eine lädt, die anzeigt, dass der nicht vertrauenswürdige Stick angesteckt ist, eine lädt für den vertrauenswürdigen Stick und dann eine Übertragungs-LED, die dann auch die Übertragung visualisiert am USB-Bus. Da hat ein befreundeter Entwickler ein cooles Programm geschrieben, das eben eine LED in Abhängigkeit von der USB-Übertragung blinken lassen kann. Es ist nicht out of the box möglich. Und so haben wir uns auch eben ein bisschen mit der Raspberry Pi 4 beschäftigt, aber ansonsten eigentlich nicht so unser Kerngebiet, die Raspberry Pi 4, weil wir ja hauptsächlich auf Zeros und inzwischen im Raspberry Pi 2 gesetzt haben. Bei den Grazer Linux-Daten wollte ich einen Vortrag haben, wo ich noch genauer auf die neue Hardware von der Raspberry Pi 4 eingehe. Ich habe mich jetzt hier allerdings nicht näher damit beschäftigt und deswegen werde ich hier nicht so viel darüber sprechen. Sie hat eine super Performance, die CPU, sehr gut, allerdings wird es sehr heiß, weswegen ich immer auch eine aktive Kühlung, besonders in einem geschlossenen Gehäuse, empfehlen würde, um auch die volle Leistung nutzen zu können. Ja, ganz aktuell arbeiten wir noch an einem neuen Projekt, und zwar, das ist eine Banana Pi M2 Zero. Das ist praktisch ein Nachbau der Raspberry Pi Zero WH. Sie hat genauso ein WLAN an Bord, 512 MB RAM, den OTG-Anschluss, Mini-HDMI. Es hat zusätzlich noch einen seriellen Debug-Anschluss und es hat einen ARMv7 4-Core-Prozessor. Cortex A7 hat natürlich dann interessante Rechenpower, hat 1 GHz Standardtakt.
neigt aber sehr, also es gibt einige Nachteile bei diesem Board. Es neigt sehr leicht zum, dass es sehr heiß wird, viel mehr wie die Raspberry Pi Zero. Und besonders wenn es auch mit einem Videoausgabe, also auch ein HDMI-Ausgang angeschlossen wird, dann kann es eben sehr schnell zur Überhitzung des Prozessors führen. Das große Nachteil bei diesen Platine oder bei diesem Board ist, dass es keine ordentliche Betriebssystemunterstützung gibt. Also der Hersteller bietet kaum Unterstützung und ursprünglich gekauft als Alternative für die Raspberry Pi Zero W war die Hoffnung, dass es Ambien diese Hardware unterstützt. Ambien unterstützt diese Hardware nicht, weil es eben auch keine Unterstützung seitens des Herstellers gibt, keine ordentliche. Und wir haben uns jetzt gedacht, bevor dieses Platine im Müll landet, kümmere ich mich einmal darum, ob man diese anbinden kann. Das ist Projekt ist schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, das Betriebssystem läuft, das Raspbian Base, die Raspbian Basis, also unser Raspjamming Betriebssystem, läuft auf diesem System, bootet und wir können das Wiring Pi nutzen und zurzeit wird noch daran gearbeitet, dass wir auch das Python zum Laufen kriegen und hoffentlich auch Pi Zero. Diese Python-Interface, um auf die GPIOs zugreifen zu können. Und dann kommen wir relativ nahe an die Raspberry Pi Zero heran und können das fast ähnlich nutzbar machen. Ja, falls da Interesse besteht, dass es da mehr Informationen gibt, ja, schreibt es mir Kommentare oder schickt es uns per Twitter etwas zu. Unsere Homepage ist gc2.at und von dort sind auch die anderen Seiten verlinkt, hauptsächlich eben unsere GitHub-Seite, bei der wir alle unsere Projekte auf einer freien Lizenz zur Verfügung stellen, alle Entwicklungen, die dort passiert sind, das Sanitizer-Projekt, unsere eigene Variante davon, hat übrigens auch der Herr Kofler, der sehr bekannt ist und Raspberry Pi Bücher entwickelt hat, hat auch hier einen Blog-Eintrag geschrieben zu diesen Sanitizer und auch in seinem neuesten Buch oder Update zu seinem Buch hat er das dann auch dort referenziert. Ja, wie gesagt, kontaktiert uns, wenn es noch mehr Informationen. Das sind so die Haupt, vielleicht eine Kleinigkeit noch, unser Bildserver, dass ich den mal kurz zeige, von unserem Raspjamming-Betriebssystem. Wie gesagt, wir haben relativ viel Entwicklungen gesteckt in jetzt dieses Betriebssystem, das eben einige Vorteile gegenüber dem Raspbian bietet. Und zwar hauptsächlich sind viele Sachen vorinstalliert, die man jetzt für den Jam braucht. Das ist ein Betriebssystem, das für den Jam optimiert ist. Und der größte Vorteil ist vor allem, dass wir hier den OTG-Betrieb der Raspberry Pi Zero oder auch der Banana Pi in dem Fall direkt unterstützen. Das heißt, SD-Karte beschreiben, reinstecken, per USB am mittleren Anschluss an den Laptop anhängen und man kann dann direkt sich auf die Raspberry Pi connecten. Es gibt ein eigenes Connect-Skript, beziehungsweise es wird einfach mit SSH Raspberry Pi.local kommt man dann auf das System drauf, ohne dass man irgendwas parametrieren muss. Sind dann die ganzen Entwicklungsumgebungen, es ist ein Genie hauptsächlich, auf das wir setzen, vorinstalliert. Wir haben eigene Optimierungen gemacht für die Raspberry Pi Zero, weil das neue Betriebssystem auf GTK 3 gewechselt ist und wir hier auch noch eine eigene GTK 2 Variante anbieten, die eine bessere Performance bietet. Ja, das waren so unsere Entwicklungen der letzten Zeit. Ja, wenn Sie noch Informationen haben wollt, kontaktiert mich und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.